Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von Ayuden Chronicle 100 Heroes. Wenn du jetzt zufällig mitten in dieses Abenteuer hineingeplatzt bist, hier geht's zum Anfang zur ersten Folge. Ansonsten auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, Link dazu in der Videobeschreibung, wenn du mal live dabei sein willst. Ansonsten genug geschnackt, los geht's mit dieser Folge. Das ist schön. Ist das schön? Auf den Abend eine Runde JRPG spielen. Was willst du denn mehr im Leben? Du hast Feierabend und kannst das hier genießen. Traumhaft. Wo sind wir stehen geblieben? Es ist einiges passiert beim letzten Mal. Kurzer Roundup vielleicht nochmal. Ausgangssituation war, dass die zwei eigentlich verfeindeten Nationen sich zusammengeschlossen haben, also das Reich, ich glaube das Reich hieß es, und die Liga der Nationen haben sich für eine Expedition zusammengeschlossen, um eine Urzeitlinse zu bergen, zu finden. Und diese Linsen ermächtigen den Träger, Magie zu wirken. Und so eine Urzeitlinse, die ist halt riesengroß, ein riesendicker Oschi war das. Und da haben wir das halt eben, die haben wir geborgen. Und das hat auch sehr gut funktioniert, war alles sehr harmonisch. Und 6 Monate später sind wir jetzt, nach diesen Ereignissen, wurde Frieden geschlossen zwischen diesen zwei Fraktionen. Und wir haben jetzt erstmal hier als Noah, ist ja so ein bisschen der Hauptcharakter mit, als Noah, den man hauptsächlich spielt, hat man jetzt den Auftrag bekommen, ey, wir haben ja so die Stadtwache und für diese sollen wir jetzt Leute rekrutieren, weil es so viel Arbeit gibt. Ein paar Mitglieder für die Wache rekrutieren und da haben wir jetzt schon letztes Mal Melore kennengelernt, das Magical Girl, Lian und Gar sind schon von Anfang an dabei. Da ist noch eine Schwertkämpferin, die müssen wir nochmal finden, Mio hieß die, glaube ich. Die will nochmal gefunden werden. Ansonsten haben wir schon einen Outlaw gefunden. Ein Ganove war das, glaube ich. Und eine sehr vulgäre Heilerin, würde ich es mal ausdrücken. Eine mürrische Heilerin war, glaube ich, die genaue Bezeichnung. Das ist bis jetzt so das Team. Es gibt noch eine Quest, dass sich ein Armbrustschütze anschließt, wenn wir 3 Wildschweine besiegen. Da ganz rechts. In dem Gebiet. Da müssen wir 3 Wildschweine besiegen. Und ansonsten muss ich jetzt nochmal gucken. So, da oben die Location habe ich jetzt nicht geguckt, was wie ein Dungeon ist. Mit dem Berg und dem Pfad. Links unten ist eine Höhle. Da würde ich jetzt nochmal reingucken, ob da was ist. Ansonsten gehe ich zurück. Gucke, ob ich meine neuen Kumpanen mit ins Team holen kann. Und gehe dann die Wildschweine jagen erstmal. So der Plan. Das sieht doch schon mal im Schreien hier aus. Und dann lasse ich mich überraschen, was heute auf mich zukommt. Auf jeden Fall gibt es schon mal 900 Bakwa und einen Speicherpunkt. Aber hier ist sonst noch verschlossen für mich. Endstation. Darf ich noch nicht rein? Okay. Ja. Also ich habe es mir hier schön gemütlich gemacht. Und bin mal ganz gespannt, was heute auf mich zukommt. Ich weiß, ich wiederhole mich ein bisschen, aber ich bin halt voller Vorfreude, nervöser Vorfreude, was heute schon wieder alles hier so auf mich zukommt. So ein wunderbares Spiel spielen zu dürfen, das ist doch... Was will man denn mehr? Und man hat einen schönen Automodus, den man sich bedienen kann. Einfach raufballern. Ah, 1 Schaden. Wunderbar. Dann kommen wir schon in Level 9. Das ist halt dieses Schöne. Ich mag dieses Ruhige. Ich mag dieses Ruhige. Nicht gehetzt. Alles ganz wunderbar. Also, wo sind wir jetzt hier? Bergpfad. Hä? Ist was passiert? Ein Erdrutsch hat wohl die Straße versperrt.
Also ist das hier erstmal irrelevant für uns. Also kommen wir auch nicht durch. Cool. Spiel sagt nein. Aber damit kann ich gut leben. Dann jetzt mal hier in unsere kleine Hut. Und ich guck mal, ob ich die neuen Kameraden gleich mitnehmen kann. Guck mal, ich kann auch hier abkürzen. Ich muss doch nicht auf dem Weg laufen. Auf jeden Fall den Autokampf. Da sagst du was, Gar. Also was mir auch sehr positiv aufgefallen ist, bleiben wir mal gleich bei den positiven Sachen. Dialoge sind halt bisher vorzüglich mit ihrer Vertonung. Also da habe ich sehr viel Spaß, das zu lesen. Und tja, den einfach zuzuhören. Ich habe sehr oft geschmunzelt, ist mir aufgefallen im Nachhinein. Weil das doch viel Charme hat. So, wo muss ich hin? Wo ist das denn, das Ganze? Da ist eine Schmiede. Geschmiedet habe ich noch gar nicht, glaube ich. Dann sollte ich mir vielleicht die mal angucken. Was eine Schmiede so ausmacht. Welche Waffe soll ich anschauen? Level 2, okay. Einfach für 300 Buck war, jetzt kannst du für 600. Da es ja mein Main-Character ist, kann ich ja mal investieren. Aber Level 4 geht noch nicht, da muss man bestimmt erst alles ausbauen, ne? Könnte ich mir vorstellen, weil es gibt ja auch noch den Basenbau, dass man seine Stadt ausbauen kann. Da bin ich auch gespannt, wie das aussieht. Wie man das umsetzt. Also muss ich hier in die Schenke rein? Da ist er. Habe ich schon genug zusammen? Oder wäre es er? Sie? Gar, you old dog. It's been too long. Saban. Saban. What in blazes are you doing back here, Sabine? Sabine. Last I heard, you were off quelling some kind of rebellion in Canaan. Oh, it's quelled. Thought I'd come rest my bones here for a while in the meantime, but... But what? Got assigned a recon mission. Gonna be patrolling our northern border with the Empire. I've got a bad feeling about this one, Gar. Real bad. North? Norden? You got a name? Noah. See here, Noah. When you've been a merc as long as me, all it takes is one look at a man's face to know if he's long for this world. Mhm. Habe ich nicht mehr so lange? You're looking good, kid. Huh? What's that supposed to mean? Forget it. Probably just the ale talking. The best men know life is precious, including their own. So if you gotta run, then run. And don't ever let anybody tell you that don't take true courage. Mhm. Als ob sie uns eine Vision hier mitteilt. Eine Vorahnung. And who is that delightful lady? Bean's an old friend. Nah, she'd laugh me out of the building for that. Let's call her an old something. As mercs go, she's long in the tooth. Probably too damn stubborn to die, honestly. And if they're sending her on a recon mission, it's because they expect things to get rough. Yikes. Come on. Let's report to Amir before he gets any more ill-tempered. Also scheinbar habe ich genug Leute. Okay, scheinbar habe ich genug Leute, aber ich möchte meinen Armbrustmann da noch holen.
Also noch ein paar Wildschweine wegschnackseln. Das finde ich auch eine sehr interessante Kameraeinstellung. Die hat man die letzten Male auch schon öfters gesehen. Einfach so dieses von vorne und dass der Hintergrund eingeblendet wird. Also allgemein haben sie auch in den Dungeons interessante Kameraeinstellungen. So. Also jetzt einmal da hoch und ich hoffe, die Wildschweine kommen gleich. Nicht, dass ich hier ewig suchen muss. Den hätte ich mal vorher kennenlernen sollen. Bevor ich die Kleine hier verfolgt habe. Nun gut. Sollte nicht sein. Wildschwein. Put, 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 put. Wo seid ihr, meine kleinen Eber? Ah, natürlich. Natürlich gar keiner. Wunderbar. Die fressen keinen Schaden vorne, aber sie hinten frisst noch ordentlich Schaden im Vergleich. Ja, das Magic Girl. Habe ich beim letzten Mal schon gesagt, wird nicht in meine Standardgruppe reinkommen. Ich möchte die Heilerin, glaube ich, erstmal eine Weile bei mir haben. Sie fand ich sehr unterhaltsam. Ich weiß ja natürlich nicht, wie viel Redeanteil die immer haben oder ob die nur schmuckes Beiwerk sind und nur ausgewählte Charaktere dann sprechen, wovon ich ausgehe, weil sonst müsste man ja für jede Situation irgendwie Dialoge schreiben. Ist immer noch kein... Immer noch kein Eber dabei. Was ist denn hier los? Zack. Ja, er macht stimmt, ich habe seine Waffe ja auch nochmal abgegradet. Ist ja klar, dass die dann nochmal ein bisschen mehr Schaden macht. So, ich glaube, die Eber waren weiter oben, ne? Oh, da muss ich jetzt hier hoch und dann muss ich alles wieder runterlaufen. Einfach nur für zwei Paar Eber. Was ich hätte schon längst erledigen können. Wäre ich mal vorher in diese Stadt gegangen. Herrlich, aber gut. Das... Da ist schon mal einer. Das gehört wohl dazu. Einfach zwei Schaden. Finde ich gut. Ha! Sehr gut. Aber woher habe ich den Nachweis, dass ich drei Eber erledigt habe, weil einen Questlog habe ich bisher nicht gesehen. Ich habe hier Geschichte. Genau, das war das hier, was man gemacht hat. Da macht Noah zum Hauptmann des Teams. Yume gibt ihm den Befehl, neue Mitglieder für die Wache zu rekrutieren. Lass dich von ihm eine neue Mission einweisen. Ja, okay. Ich möchte noch meinen Armbrustmann haben.
für die hintere Reihe. Also ein Eber war da jetzt, aber so ein richtiges Questlog gibt's nicht. So wie ich das jetzt mitbekommen habe. Dann muss ich mir, glaube ich, Zettel und Stift bereitlegen, um mich an Sachen zu erinnern. So, da sind die zwei. Ich hoffe, es waren auch nur drei. Ansonsten habe ich vielleicht ein kleines Problem. Aber ich mache, glaube ich, sicherheitshalber einen mehr. Das Schöne ist auch, das muss ich mir auch irgendwann mal zu Gemüte führen. Ich weiß noch nicht, wann ich das mache, aber die Autofunktion, da kann man ja noch ganz viel Feintuning betreiben. So, kommt auch keine Nachricht irgendwie so aufgeploppt. Ey, du hast das erreicht. Alles cool soweit. Zum Ausgang kann man sich auch nicht zurückteleportieren. Man muss zurücklaufen. Stabile Nummer. Da ist noch ein Schweinchen. Na gut, dann überleben wir das hier noch und dann... Ich weiß gar nicht mehr, wie Captain Armbrustschütze hieß, aber ich weiß, er hat mit sehr starkem Akzent gesprochen. Das ist hängen geblieben. Schöner Crit. Zack. So schaut's doch aus. Wunderbar. Ich genieße das immer einfach. Einfach so ein bisschen dabei zugucken und genießen, wie die Arbeit machen und die Gegner vermöbeln. Man selbst muss nicht so viel nachdenken. Ist halt der Automodus gegen einfache Gegner, ist das schon angenehm. Als es noch einen Turbo-Modus gäbe. Aber dann wäre es auch nicht mehr so oldschool, glaube ich, ne? Das macht ja so ein bisschen den Charme aus. Oh, da ist noch ein Schweinchen. Das macht ja so ein bisschen den Charme aus, dass es so ein bisschen entschleunigt, das Spiel. Also deswegen mag ich rundenbasierte Kämpfe, weil es entschleunigt alles ein bisschen. Es geht so ein bisschen ruhiger vonstatten. Finde ich. Nur so meine... meine Wahrnehmung von dem Ganzen. Nicht so actionbasiert, nicht so viel Trara. Man muss sich jetzt nicht so stark erstmal konzentrieren, gerade bei solchen Abschnitten. Man kann ein bisschen dösen. Man ist nicht mal alles auf Action ausgelegt. Da strebe ich mich selber ins Bett. So perfekt vorm Schlafen gehen. Also gerade wenn ich da so an Final Fantasy VII denke. Was ich ja bis vor kurzem noch mehrere Stunden reingesteckt habe. Ja. Sobald du da mal einen Kampf machst, ist immer gleich Action. Oder es ist immer mit Action verbunden. Und das hat man halt hier nicht. Es sei denn, wenn danach die Kämpfe wieder anspruchsvoller werden und man wieder ein bisschen gucken muss, okay, welche Aktionen will ich machen. Aber selbst dann, ich habe halt immer so ein paar Phasen zum Durchatmen, zum Überlegen, innehalten. Das ist doch das Feine hier dran.
was dem Ganzen seinen Charme gibt und den Reiz ausmacht. Für mich jedenfalls. Ich kann ja hier immer nur für mich sprechen. Und ja, nicht für die Allgemeinheit. Ja. Also ich kann verstehen, wenn man sagt, rundenbasiert, nicht mehr zeitgemäß. Warum macht man das? Kann ich nachvollziehen. Ne? Also man muss schon Fan davon sein, man muss das mögen. Gerade in der heutigen Zeit ist das ja nicht mehr so, ja, gang und gäbe. So, weil ich noch genug Schweiche habe, was ist denn jetzt los? Wieder Genparty hier, bis zum Abwinken. Entschuldige mich für jeden Gener. Aber kann ich auch von hier hinten in die Stadt? Ja, ne? Nö, da ist das Tor zu. Wunderbar. Ja. Deswegen auch so ein Persona hat es ja auch sehr perfekt umgesetzt, was das Rundenbasierte angeht. Da hatte ich auch sehr viel Spaß mit, auch dass es nach mehreren Stunden, und da hat man ja sehr viele Stunden in dem Spiel versenkt, dass dieses Rundenbasierte nicht langweilig geworden ist. Das da muss man echt seinen Hut vorziehen, und es war halt ultra stylisch auch gemacht. You finished your hunt already? Oh, and you've done exactly as I asked. Ja, Kuroto mit seinem heftigen Akzent. Wild boars are ferocious creatures. It takes a tough hunter to bring down even one. So does that mean? Let's you and me have a little talk first. Okay, unterhalten wir uns erstmal. I adore the children of this town. I enjoy watching them grow up in an almost fatherly sort of way, I suppose. Day by day, inch by inch, they live, learn and grow. Just like how a seed sprouts, before one day it finally flowers. Ein Poet ist auch noch. I can smell it. Change, and not for the better. The wind carries the scent here from afar. I'd hoped that I was reading it wrong, but since we first spoke, I feel it with a certainty. Whatever threat is out there is going to come here. It will steal these children's chance to blossom. So I've decided to join you, and that is my reason why. Das klingt auf jeden Fall sehr ehrenvoll. Friedliebender Jäger, Kuroto, mit seiner Armbrust. Schön für die hintere Reihe. Kann er ein bisschen snipen. Perfekt, also man hat natürlich die ganze Zeit Angst, irgendwas zu vergessen. Irgendeinen Charakter nicht zu sehen, zu übersehen. Ich glaube, die Angst ist allgegenwärtig. Und die wird mich auch das ganze Spiel hier lang verfolgen. Weil ich möchte ja so viele wie möglich einsammeln. Und wenn es über 100 sind, weiß ich jetzt schon, dass ich nicht alle finden werde. Höchstwahrscheinlich. Und ich muss mir dann tatsächlich auch aufschreiben, was die Einzelnen von mir wollen. Zettel habe ich hier liegen. Stift auch. Und dann kann ich mir mal bei Gelegenheit Notizen machen, wenn irgendwas kommen sollte. Dass ich mir was notieren muss, was Sidequest angeht, weil, wie gesagt, Questlog existiert nicht. Aber auch das ist wahrscheinlich oldschool. Muss man mögen. Oder ein gutes Gedächtnis haben. So, hier muss ich hin. Jetzt können wir E-Mail Bericht erstatten. Extra personnel to intercept here, here, and here. And we'll need surplus provisions. I really hope this is all just in her head.
Ymir. Hmm? Oh, how grand of you to show up. And where exactly have you wastrels been frittering away your time while I toil day and night? Oh, der ist echt melancholisch und wehleidig. I have orders for you, Gar. Not me. Noah here is acting captain for now. Ah, yes, apologies, oh great captain. Just Noah is fine. You expect me to bother with names? When so many of the Watch come and go as they please, without so much as a courtesy notification to yours truly. Yes, well, your orders then. West of Altisvice is a village called Altfredin. They've complained of bandits in the area. Ja, da war ich doch schon. Investigate, and if possible, put the bandits to rout. I consider yours the best team for this mission. Good luck. Davon haben wir schon gehört, weil wir das Dorf schon besucht haben. Ich heiße Nova. My name's Noah. Darauf bestehe ich. Of course it is, oh great captain. Just see that it's done quickly. Sympathisch, der Mann. Oh? Okay. Komm einfach zurück, wann immer du Ruhe und Entspannung brauchst. Geht das einfach so? Süße Träume. Oh Gott, oh, ein bisschen... bisschen aufreizend. Heute wird ein wunderbarer Tag. Stimmt, das war mein Lager. Fair enough. Nee, ich will jetzt meine Gruppe hier. Genau, das will ich. Wen nehme ich denn mit? Francesca, meine Heilerin, erstmal hier. Achso, ich weiß gar nicht, was Yusuke macht, siehst du? Kann ich ihn nicht auswählen da unten oder was? So, dann gehe ich erstmal jetzt hier. Francesca ist... Mitteldistanz. Mio muss ich irgendwo erstmal noch wieder finden. You're safe in my hands. Hilfe habe ich noch keinen. Kein Diener. Sie ist mittel, sie ist auf jeden Fall lang. Nehme ich sie mit oder nehme ich ihn mit? Der hat zum Beispiel ein D da drüber, da weiß ich gar nicht, was das heißt. Beherzter Tritt, aber er hat doch ein Schwert, also müsste er doch... Aber ich kann doch eigentlich 6 Leute mitnehmen. Dachte ich. So, jetzt kann ich ihn nach vorne gehen. Okay, nötige Mitglieder, die müssen drin sein. Noah, Gar, Lian. Lian war es ja, Lian. So, dann habe ich mal den dabei, also meine 9 sind mit dabei. Melor bleibt zu Hause als Magical Girl. Francesca hat Morgenstern. Naja, probieren wir es mal. Mein Vergnügen, ja. Bin gespannt, was es wird. Heilkraut, Wiederbelebung, habe ich einiges. Stoffbekleidung könnte ich einfach mal verkaufen. Ich habe ja auch nicht so viel. Nicht wegwerfen.
Heiltropfen. So, ich guck mal. Autoausrüstung. Irgendwas geht? Nö. Hm. Naja, ich komme jetzt unten nochmal vorbei. Da kann ich noch vielleicht noch das eine oder andere einkaufen. Ich hätte jetzt die Rüstung zum Beispiel wechseln können. Ne? Also von was Melor trägt. Was? Die Lärmschnitte nichts zu überbieten. Du suchst nach etwas Glänzenden, oder? Schau mal im Laden vorbei. Und die haben scheinbar noch nicht offen. Achso, ich muss reingehen. Ha. Ha. Natürlich, ich muss reingehen. Macht nur Sinn. So, das verkaufen. Stoffbekleidung. Stirnband. Alles weg. Okay, davon würden sie profitieren. Ausrüsten, den kriegt er mal hier. Die kriegt sie. Bronzerüstung würde Kuroto ein bisschen was geben, aber... Ach komm, machen wir's. Was soll der Geiz? Harte Brustplatte hat er. Ach, verkauf einfach. Hätte keinem was gebracht. Was heißt das D über seinen Kopf? Kriege ich das im Status raus? Das ist er. Rüstung. Die steht für Rüstung, okay. Er hat dann scheinbar eine Sonderrüstung. Kann mehr Schaden einstecken. Fragen über Fragen. Es wurde mir bisher nicht erklärt, soweit ich weiß. Yes, it's bandit hunting time. Where are we going again? West, the village of Altverdin. Altverdin. Let's get going. Ah, die müssen ja dann auch so verschiedene Situationen auch für die Leute irgendwie eingesprochen haben, falls die damit dabei sind. Höre viel über Banditen, ja, vielleicht sind sie in einem Kampf entkommen. Hab ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Wenn sie Leute belästigen, müssen wir etwas tun. Das müsste das gewesen sein. Altverdin. Komm, jetzt werde ich mal gucken, was sie können. Rüstungsdurchbruchschlag. Das ist ja das gleiche, was Lien kann. Der hat keine Runenlinse. Der kann nur normal angreifen. Kann halt zaubern. Zack, zack. We're done here. That's what you get. Aber ich kann ja auch noch nichts anlegen weiter. Also entweder sie haben eine Linse oder nicht. Kann nicht ausgerüstet werden.
Aber ich hab's ja hier. Magisches Schwert des Windattributs und des Widerstandsmagie können verwendet werden. I don't know. Ist das nicht alt werden? Ach, da unten ist alt werden. Ach so, da wo ich schon mal war. Ich dachte da oben, das kleine Ding wäre alt werden gewesen. Da konnte ich auch keinen rekrutieren. Das fand ich sehr traurig. Nur hier ist das möglich gewesen. Zwei Leute. Schauen wir mal, was die hier zu sagen haben. Ah, you must be from the watch. Very kind of you to arrive so quickly. Let me assemble the villagers. Okay, dann ruf deine Bewohner zusammen. My name is Noah. I'm acting captain of this company. I hear you've got a bandit problem? Yes, that's right. Bless her ladyship for looking out for us. They've been raiding Alphadin and the neighboring villages, breaking our hunting traps too. I was accosted on the way to market. They tore up my fields. I heard a merchant was attacked the next village over. Okay, so what do they look like? There were three of them. The one in charge had a beard. The fellow I saw was some creep in a hood. Someone told me the culprit was wearing pink and long sleeves. A trio of bearded men with pink hoods? That's some profile. Maybe you could give us some idea of where they're holed up. I heard they retreated west, but there's nothing out that way. Westen. Was waren im Westen? What do you mean? Southwest of here, this would have been ages ago. We once found the entrance to what we assumed was an old mine. We sealed the place up after some of the kids wandered in by mistake, but it's possible someone could have found it and opened it up again. Dann ist das wahrscheinlich die Höhle. On the one hand, it's our only lead. On the other hand, meh. Might as well see what we find. Which is potentially nothing. Das weiß man nie. Man muss es halt probieren. We can scratch one possibility off the list, right? Right. I guess. So how do we find this mine? We'll have to subtle marker near the entrance. I'll tell you what to look for. Okay. Okay, we'll check it out. Machen wir. Ich war ja schon mal da, aber ich habe die Markierung dann scheinbar nicht gesehen. Beim ersten Mal, weil ich wusste ja nicht, worauf ich achten muss. Also wieder rein in die Höhle da. Banditen verprügeln in rosa Kapuzenbärtig oder so. Keine Ahnung. Und was so in die Richtung haben sie doch gelabert. Palabert, rababert. Das sah für mich irgendwie mal ein bisschen wie schreinmäßig aus, nicht wie Bergwerk von außen. Verlauft euch nicht, ja. Kuroto, du bist gut. Now we just gotta find that marker. Ja, ich weiß ja leider nicht, wie es aussieht. Oh, das sind sie. What a day, General. What a find. Wildfowl? We should make a stew. Once again, fortune smiles upon the mighty Kogan. Kogan.
You're amazing, General. I'll follow you till the end of days, and then some. All he did was take the fowl from the trap. Now we return to our castle triumphant. Das ist ja ein komisches Trio. Schließen die sich uns an, wenn wir sie verkloppt haben? Well, Noah, what you think? Ich glaube, wir sind richtig. Das sind ganz klar die Banditen, die wir suchen. Those are clearly the bandits we're looking for. Okay. But are you sure? I mean, they do look suspicious, but we shouldn't jump to conclusions and stuff, right? Doch. Maybe let's tail them and see what happens. Die wirken mich schon auf mich schon sehr verdächtig. Ist das Bergwerk jetzt verlassen? Gab dort wohl mal viele Leute und gutes Erz. Heißt das also, wir können da edles Erz finden? Weiß nicht. Alte aber nach Monstern Ausschau. Immer diese Monster. You think we can move this minecart? Auch so ein typisches Bergwerk, wo man erstmal Loren bewegen darf. Wie immer halt, ne? Lass mal los. Gut. Sowas macht mich schon wieder wahnsinnig, dass ich nicht weiß, wie und wo ich lang gehen soll, um Sachen zu finden. Ich will ja nichts liegen lassen. So wie 900 Buck war zum Beispiel. Sieht jetzt erstmal nicht so beängstigend aus. Eine Fresse, Alter, was muss ich denn hier aufstoßen? Ja, hau mal richtig eine raus. Ja. Also Francesca könnte mein Liebling werden. Die hat ordentlich Pfeffer. Oder die bringt ordentlich Pfeffer mit, sagen wir mal so. Ja, wie machen wir das jetzt? Ich will den Schatz haben. So komme ich nicht vorbei. Muss den ja zurückziehen. Bestimmt so. Und dann einmal andersrum. Da hat es ja doch was Gutes, dass ich gerade den Weg gewählt habe. Intuitiv. Auf der Suche nach Loot den richtigen Weg gleich eingeschlagen. Let's hunt. Auf geht's. So, was bringen die eigentlich so?
schon ein bisschen was. Das Aufsteigen. Was haben wir hier für eine Kiste? Topazring. Weil das ist, man muss den ja dann quasi immer wieder... die Rüstung abnehmen, wenn man sie nicht mitnimmt. Weil sonst hast du ja zig Rüstung verschwendet. Wunder der Erde erhalten. Ja, wir nehmen das so mit. Hatscha! Hatscha! Schön, Stufe 10. Das freut mich. Lore ist aus dem Weg geräumt. Wir müssen hinten in die Ecke rein. Aber warum? Na, okay, machen wir es erstmal. Nicht weiter hinterfragen, einfach mal machen. Da oben ist nochmal ein Speicherpunkt. Hier gibt es Resources. Schieben wir den einfach mal. Oder was? Ne, das war einfach nur die Kiste, die geleuchtet hat. Aber muss ich jetzt alles zurückziehen und dann nochmal volles Karacho ran? Vielleicht reicht das ja auch gar nicht. Okay. Hier ist Durchgang. Da komme ich gar nicht lang wegen der Lore. Giftwolke. Heieiei, die haut aber ganz schön rein. Sind die schon auf Level 9 hoch? Das geht doch ratzifatzi. Ne, das will ich. Heilkraut. Nochmal Heilkraut. Er. Sie kriegt ein bisschen. So wird ein Schuh draus. So, jetzt muss ich mal mit Geschwindigkeit hier kommen. Gucken, ob das passt. Okay. Es hat gereicht. Hier ist nichts. Gut. Das ist, weil ich angehalten habe wahrscheinlich zwischendurch, weil ich meinte, ich hätte was glänzen sehen, so wie hier. Dabei war es nur eine Kiste im Hintergrund. Uiuiuiuiui. Da war aber wieder ganz schön was los in dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben da lassen. Über einen Kommentar freue ich mich auch. Und das Abonnieren nicht vergessen, damit du auf dem Laufenden bleibst. Ansonsten gibt es hier noch eine Auswahl von ein paar hübschen, schönen Videos. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Sage tschö mit Ö, reingehauen und zum nächsten Mal.